Horonra zum Gruße, liebe Leute. Es geht weiter mit Memuria und Geron ist immer noch versteinert. Und ich wusste zuletzt nicht, was ich machen soll, aber ich habe etwas vergessen, was wir in unserem Besitz haben. Natürlich wusste ich, dass wir es haben, aber ich habe den Zusammenhang nicht erkannt. Wir haben Nuris Kette und das ist ein Gegenstand von ihr. Und wie wir wissen, können wir Visionen Leuten und Wesen schenken, die ja, denen diese Sachen gehört. Und das probiere ich jetzt mal aus, ob das klappt, obwohl er ja immer gesagt hat, dieser Visionszauber funktioniert hier nicht. Aber vielleicht klappt es. Ich werde versuchen, Nuri eine Vision zu schicken. Wunderbar. Okay, jetzt nehme ich mal an, da das geklappt hat, dass wir ja sozusagen die Orte, damit Nuri weiß, wo sie Geron finden kann, ja Hinweise geben. Und das müsste die Bergspitze sein. Dann der Fluss. Und was war das noch? Der Grabeingang? Ich glaube, der Grabeingang. Ich kann Nuri zum Berg schicken und sie dann den Bachlauf folgen lassen. Aber woher weiß sie, wo sie landen muss? Also noch nicht ganz. Alles, was ich höre, ist das Knistern des Feuers. Alles, was... Wie der Stein über den... Ich verstehe... Alles... Ich weiß nun, sie können mich sehen und... Aber es wird... Ich weiß nun, sie... Aber es wird... Hier hat der Stab sie also hingebracht. Dann nehmen wir mal die Monolithen. Vielleicht klappt das ja besser. Vision. Nochmal die Bergspitze. Dann folgt sie dem Fluss. Und landet hier... Ach, das geht gar nicht mit denen hier. Ja, dann Steingesicht. Oder er selber? Lagerfeuer, weil sie den Rauch dann bestimmt sieht. Ich glaube, das klappt ganz gut. Das ist es. Ich schicke Nuri zum Berg, dann den Bachlauf entlang bis zum Feuer. Ich hoffe, es klappt. Ich auch. Und es hat geklappt. Super. Den Göttern sei Dank. Ich beginne mich an etwas zu erinnern. Eine weitere Fähigkeit. Ich weiß, wie ich mich zurückverwandeln kann. Na, wie denn das auf einmal? Weil wir den Zauber benutzt haben. Ent- und Versteinern können wir jetzt machen. Das ist ja super. Dann mach mal. Nun gut, los. Nein. Nein, ich bin zu schwach. In der Maske ist nicht mehr genug Kraft, um mich zurückzuverwandeln. Es war alles umsonst. Vielleicht kannst du die anderen aber dafür zurückverwandeln. Ich bin zu schwach. In der Maske ist nicht mehr... Bitte, flieg jetzt nicht weg, Nuri. Bitte. Ja, wir müssen ihr irgendwie nochmal ein Signal, glaube ich, geben oder irgendwas. Nein, ich lasse es. Der Magisch, ich habe seine... Ja... Vision schicken nochmal? Ah, wir können ihr noch wieder eine Vision schicken. Er auf jeden Fall. Vielleicht, dass sie zum Grabeingang mal geht und die anderen holt oder so? Ich weiß es nicht, was ich hier mache. Es kümmert sie nicht. Dann muss ja irgendwas anderes das sein, was wir machen sollen. End- und Versteine. Und das geht leider nicht. Das ist ja doof. Vielleicht kann sie aber helfen. Vielleicht kann sie irgendwie helfen. Bitte. Ja, also schicken wir ihr mal eine Vision nochmal. Hier. Das könnte ja auch die Maske sein, die wir hier jetzt genommen haben. Grabeingang. Kraftspeicher. Steingesicht. Gesicht? Steingesicht vielleicht? Ich weiß es gerade nicht. Entweder habe ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt, oder es ist ihr egal. Vision schicken, aber vielleicht bin ich auf dem richtigen Weg.
Dann vielleicht Fahi? Es kümmert sie nicht. Na, 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 na. Nuri, hilf uns bitte, wir sind in Not. Aha. Kraftspeicher, da hilft sie uns mit. Den bringt sie uns jetzt? Oder was? Ah. Okay. Haben wir jetzt mehr Power in der Maske oder so, weil wir den Kraftspeicher bei uns haben? Kann das sein? Jawohl. Oh, wie gut. Wie geil. Er hat's geschafft. Ah. Endlich. Super. Fahi, ist alles in Ordnung? Oh ja, meine steifen Knochen haben sich schon lange nicht mehr so jung angefühlt. Danke, Nuri. Wer bist du? Das ist jetzt unwichtig. Versprichst du, dass du hier auf mich wartest? Na gut. Ich komme gleich zurück. Nuri erinnert sich wirklich gar nicht mehr. Der Kraftspeicher bleibt jetzt liegen. Was mit Fahi? Lass mich einen Moment ausruhen. Ich komme gleich nach. Können wir die anderen jetzt auch erstmal zurückverwandeln? Nein, können wir nicht. Okay, dann geh mal in die Grabkammer erstmal. Gut. Sehr gut. 450 Jahre ist es nun her, seit ich, ein sprechender Zauberstab ohne Erinnerung, in meinem Gefängnis das Licht entfachte und eine fremde Frau erblickte, die mein Leben für immer verändern sollte. In dieser Kammer hat ihre Geschichte begonnen. Und zwischen diesen Wänden werden wir sie gemeinsam beenden. Merhaba, Geron. Herzlich willkommen. Du hast dich befreien können. Was hat das alles zu bedeuten? Wo sind wir hier? Frag ihn. Sehr richtig. Frage mich. Es sei denn, es sind sehr, sehr viele Fragen. Du musst wissen, ich habe lange auf diesen Tag gewartet und möchte mich ungern noch länger aufhalten müssen. Wieso? Was soll hier geschehen? Du hast also noch immer nicht verstanden, warum ich euch meine Erinnerungen schickte? Warum ihr hier seid? Erzählt mir alles. Fasst euch kurz. Ich bin hier, weil Fahi versprochen hat, Nuri zurückzuverwandeln, wenn ich ihm bei einem kleinen Rätsel helfe. Von beseelten Zauberstäben, fliegenden Festungen und seltsamen Träumen war nie die Rede. Das Leben ist voller Überraschungen, nicht wahr? Du lachst. Aber ich hätte auch nicht geglaubt, dass man mich eines Tages aus meinem Kerker retten würde, dass ich ohne Beine Gebirge erklimmen und ohne Arme mit Dämonen ringen sollte. Ich hätte gelacht, hätte man mir erzählt, eine Prinzessin wird dir erscheinen und dir trotz deiner merkwürdigen Gestalt die größten Wunder dieser Welt zeigen. Oh, und wie ich gelacht hätte. Ich auch. Aber das erklärt nicht, warum wir hier sind. Nun, irgendwann wurden Satya und ich getrennt. Unsere goldene Zeit nahm ihr Ende. Als ich schließlich einen Weg fand, die gorische Wüste zu verlassen, waren Jahrhunderte vergangen. Ich wollte wissen, ob Satya es geschafft hatte. Ob sie die große Heldin geworden war, die sie immer sein wollte. Ich wollte hören, wie man auf den Straßen in Ehrfurcht ihren Namen flüsterte. Satya al-Kebir. Satya die Große. Die Heldin, die einst, doch niemand hatte je von ihr gehört. So suchte ich weiter. Ich wollte wissen, was nach unserer Trennung mit ihr geschehen war. Ich folgte der Spur zurück nach Draconia. Ich fand das Tagebuch des Adepten und die Maske des Zeitjins. Doch Sadias wahres Schicksal blieb mir ein Rätsel. Schließlich lernte ich Fahi kennen und bat ihn, mich hierher zu führen. Ein Mann namens Eulrich hatte ihren Rubin aus Draconia entwendet und ihn nach Andergast gebracht. Er hatte die Maske gesucht, um seine verstorbene Frau zurückzuholen, doch hatte er nur den Edelstein gefunden. Ist all dies wirklich wichtig? Sprecht weiter, fasst euch. Nö, ich will alles wissen. Wozu brauchtet ihr den Rubin? Wozu die Maske? Warum das alles? Ich wollte alle Relikte von Satyas Verschwinden zusammentragen und endlich verstehen, was mit ihr geschehen war. Sie hätte verdient, dass wenigstens ich wusste, wie ihr Leben zu Ende ging. Es gab nur ein Problem.
Ich bin ganz furchtbar mit Rätseln. Darum brauchte ich Fachkundige, die mir halfen, es zu lösen. Die jedes Detail verstanden hatten und nun heute ausreichend vorbereitet sind. Ausreichend vorbereitet? Um was zu tun? Um Satyas Geschichte fehlerfrei zu Ende zu erzählen. Ist es nicht unwichtig, wie sie starb? Sie ist tot. Daran können wir auch nichts mehr ändern. Du irrst dich. Ihr werdet gleich sogar bestimmen, was mit ihr geschah. Ich verstehe nicht. Der Garten des Vergessens, Geron. Ich habe das Tagebuch zu Ende gelesen. Satya ging nach ihrer Rückkehr in den Garten des Vergessens und kam nie wieder heraus. Alles, was in dem Garten geschieht, ist nicht geschehen, bis man sich davon erzählt. Und da Satya seit jenem Tage in Vergessenheit geraten ist, wurde ihr Schicksal nie zu Ende erzählt und damit auch nie vollendet. Der Garten des Vergessens. Ich verstehe es eigentlich. Ich frage trotzdem mal nach. Ich habe den Garten nie verstanden. Geron, alle Ereignisse im Garten bleiben ohne Folgen für die Außenwelt, als seien sie nie geschehen. Erst wenn jemand glaubhaft von den Ereignissen erzählt, wird die Erzählung wahr. Aber zeigt sich irgendwann, dass er gelogen hat oder sich irrte? Wird ihn Satinavs unsichtbare Hand für diesen Frevel bestrafen? Darum dürfen wir nicht irren. Ich denke, ich habe unsere wundersame Zusammenkunft genug erklärt. Bist du bereit, Geron? Einen Moment noch. Nuri, das Rätsel am Eingang, Fahis Rolle, Bereda, Satinavs Strafe. Und fragen wir mal nach. Ihr verspracht, am Wasserfall Nuri zurückzuverwandeln. Und das werde ich auch. Aber erst bringen wir Satyas Geschichte zu Ende. Was hat es mit der Inschrift auf der Grabkammer auf sich? Du meinst den Stein und den Skarabäus? Fahi glaubt, die Inschrift sei der Schlüssel zu allem. Aber so treffend sein Gespür auch sein mag, in diesem Falle irrt er. Das Rätsel ist offenkundig nur eine verschrobene Randnotiz, ein beiläufiger Fleck auf einem sonst monumentalen Gemälde. Es bedarf keiner weiteren Klärung. Man hatte Satya in die Grabkammer mitgenommen, um sich banale Schriften vorlesen zu lassen. Und stolz wie sie war, weigerte sie sich. Das ist alles. Was ist Fahis Rolle in alledem? Fahi ist ein Mann mit vielen Talenten. Er hat einen Sinn für Geschichte und er ist gut im Lösen von Rätseln. Außerdem hatte er einen Karren und ein Zelt, in dem ich mich auf meiner langen Reise verstecken konnte. Er hilft mir, das Rätsel zu lösen und dafür beschütze ich sein Geschäft vor Plünderern. So ist unsere Abmachung. Er ist also tatsächlich harmlos? Fahi ist der harmloseste Mann, der mir in meinen 3000 Jahren je unterkam. Es tat mir leid, ihn zu versteinern, aber nur so ließ er sich vor deinen Mitbürgern retten. Ach, ich mag seine Stimme so gern. Ich finde es so sympathisch, wenn er lacht. Aber es ist irgendwie trotzdem komisch, ihn so sitzend hier gerade vor einem zu sehen. Irgendwie anders. Ja, anders. Definitiv. Wieso bist du hier, Breda? Satyas Geschichte hat nichts mit dir zu tun. Geron, es gibt hier nichts mehr für mich. Man hat mich als Deserteurin verurteilt. Meine eigenen Gefährten jagen mich. Und der einzige Fluchtort, der mir noch bleibt, ist hier. Bitte, auch wenn du es jetzt noch nicht verstehst, lass es mich zu Ende bringen. Es wird sicher alles wieder gut. So gut, wie es die Welt einst war, wird es nie wieder sein. Satinavs Strafe. Was, wenn einer von uns Satyas Geschichte beendet und sich irrt? Wenn Satinav erfährt, dass die Erzählung gar nicht wahr sein konnte, so wird er sie ungeschehen machen und den Erzähler des Frevels schuldig sprechen. Keine Angst, Geron. Wir werden uns nicht irren. Ich habe alles genau durchdacht. Nun gut. So stelle die Maske zurück auf die Büste meines alten Meisters und lass uns beginnen. Okay, die Büste, Maske, Büste. So, Stab. Ach, der nennt sich auch immer noch Stab. Hallo, Herr Stab. Okay, gut. Dann, ja. Es sei dir gedankt, Geron. Seid ihr nun soweit? Ja. Ja, ich bin bereit. Nein, warum sollte ich? Ja, okay. Lasst es uns hinter uns bringen. Danke, Geron. Wer von euch beiden tritt nun vor und wird die Geschichte zu Ende erzählen? Ich werde es tun. Breda soll das machen, der Stab soll es machen.
warum macht der Stab das eigentlich nicht selber? Ich meine, er will das doch eigentlich, er will das doch eigentlich am meisten. Er will doch seine Prinzessin unbedingt da wieder raushaben. Und wenn man ihr erzählt, dass die aus dem Garten rauskam, dann wird die ja gleich hierher kommen, weil dann ist es ja auch wirklich passiert. Natürlich ist es für mich jetzt als Spieler irgendwie spannend, wenn ich die Geschichte erzählen muss, wobei ich ein bisschen Angst habe, sie zu erzählen. Nicht, dass das irgendwie schlechte Konsequenzen hat, weil ich irgendwas falsch mache. Oder Breda macht es. Ja, dann weiß ich nicht, mache ich es halt. Ich werde es tun. Sehr wohl. Ich werde euch nun von Satyas Gang in den Garten erzählen, so wie es im Tagebuch des Adepten steht. Höre genau zu. Am Ende musst du mir sagen, wie die Geschichte endet. Nach ihrer Rückkehr vom Schlachtfeld war Satya nur noch ein Schatten ihrer selbst. Sie hatte das Grauen der Niederhöllen gesehen. Ein Ozean des Untergangs und des Todes. Sie hatte als Einzige überlebt, doch die restliche Welt kümmerte es nicht. Satyas großer Traum war gescheitert. Wie ein Geist wandelte sie durch die Hallen Drakonias. Sie aß nicht, sie sprach nicht und sie schlief nur, wenn die Erschöpfung sie dazu trieb. Am vierten Tage erblickte sie ein junger Adept an der Schwelle zum Portal. Er fragte, wohin sie denn gehe. Es sei kalt in den Bergen und sie könnte sich verirren. Worauf sie antwortete: Ich gehe in den Garten. Mein Bewusstsein vernichten. Sofort rannte der Junge zum Luftadepten, doch kam alle Hilfe zu spät. Als sie den Garten betraten, fand man nur noch die Maske. Daneben Satyas Rubin. Von ihr fehlte jede Spur. Aus Angst, Satinav herauszufordern, wurde beschlossen, den Vorfall zu vergessen. Niemand durfte auch nur darüber spekulieren, was an jenem Tage geschehen war. Maske und Rubin brachte man nach Drakonia. Der Garten wurde versiegelt und Satyas Schicksal geriet in Vergessenheit. Bis zum heutigen Tage. Es ist nun an dir, Geron, ihre Geschichte zu beenden. Aber bedenke, ein Fehler und es wird schlimm ausgehen. Ich weiß. Satya betrat also den Garten. Sie sah sich um. Sie setzte sich hin. Sie holte die Maske hervor. Gott, ja. Was soll sie denn machen jetzt? Jetzt habe ich ein bisschen Schiss. Oh Gott, alles hier falsch zu machen. Ich will nicht verantwortlich eigentlich sein für Satyas Geschehen. Aber ich kann mir gut vorstellen, selbst wenn ich jetzt Breda genommen hätte, müsste ich das entscheiden. Ich weiß es gerade nicht. Aber man kann es ja mal ausprobieren. Vielleicht gibt es ja auch ein alternatives Ende. Ich kann ja immer noch das Laden und so ein paar Bonusenden ranhängen. Und wir probieren das einfach mal aus, was es für Möglichkeiten gibt. In diesem Sinne kann ich ja dann einfach mal irgendwas machen. Sie holte die Maske hervor. Sie zögerte, sie blickte in die Maske. Sie blickte in die Maske und las die Zauberformel und sprach den Namen des Zeitjins und verwandelte alle Pflanzen in Stein. Und sie las die Zauberformel. Prägte sie sich ein, setzte die Maske auf und zerstörte ihr Gedächtnis. Wieso hast du mich unterbrochen? Ich hatte Angst, du könntest sie falsch zu Ende erzählen. Anschließend verschwand sie wie ein seelenloser Geist in den Tiefen des Gartens und wurde nie wieder gesehen. Es ist vollbracht. Ich hatte immer gehofft, es wäre anders gewesen. Doch habe ich mich wohl geirrt. Weint ihr? Natürlich weine ich. Meine Prinzessin ist gerade gestorben. Ich schätze, das war's dann wohl. Das war doch jetzt das Ende, oder? Ja. Nein. Da Satya die Maske benutzt hat, befinden sich nun all ihre Erinnerungen in der Maske. Und damit auch der wahre Name des Zeitjins. Was tust du? Vdan, Faskadan, Esplas, Dekadan, Morilor, Gras, Ferelguran, Il, Bemutir, Gerul, Felan, Yuntir, Katan, Felontir, Sodan.
Man hat mich geweckt. Der Zeitgen. Sag mir, Kind, was ist dein Wunsch? Es tut mir leid, Geron, aber es gibt in dieser Zeit nichts mehr für mich, als hätte es hier jemals irgendetwas für mich gegeben. Es gibt keine heldenhaften Prinzessinnen, keine uralten Grabkammern, keine fliegenden Festungen, nur ewiges Spalierstehen, Latrinendienst und eine Belanglosigkeit nach der anderen. Wann sind die goldenen Zeiten nur verloren gegangen? Als Prinzessinnen noch von Schlachten träumten und die Welt noch erfüllt war von Magie. Ich wünschte, es wäre alles so wie früher. Dein Wunsch ist mir Befehl. Breda! Das Mädchen ist nun fort. Ihre Sehnsucht herrscht nun über ihr Sein. Es ist meine Aufgabe, diese Sehnsucht zu erfüllen. Auf dass die graue Gegenwart verlösche und Vergessenes neu geschehe. Oh nein. Der Wald beginnt sich zu verändern. Was hat sie getan? Geron, komm schnell! Oh, 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 was haben wir gemacht? Was ist mit dem Stab? Können wir den nehmen? Grab. Noch nicht. Der Zeitgen würde mich sofort in Stücke reißen. Gut, dann gehen wir schnell mal zu Fahi. Oh, 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 oh. Geron, ich habe nachgedacht. Das ist schön, aber das bringt uns nichts mehr. Breda hat Satyas Geschichte zu Ende erzählt. Sie hat Satya die Maske aufsetzen lassen und ihre Erinnerungen ausgesaugt. Im Garten des Vergessens. Damit ist alles genau so geschehen. Und mit dem Rubin hat sie dann Satyas Erinnerungen ausgelesen. Ich meine, Breda hat das getan. Und jetzt ist sie besessen vom Zeitdschinn. Und... Beruhige dich erstmal. Ich soll mich beruhigen? Wir müssen etwas tun. Richtig. Und das können wir nur, wenn es uns gelingt, zu beweisen, dass Breda sich irrte und dass Satya nicht die Maske aufsetzte. Du vergisst, es gibt immer noch einen Teil des Rätsels, den wir bis heute nicht gelöst haben. Der Skarabäus? Als ob ein unsinniges Rätsel uns alle retten könnte. Hast du eine bessere Idee? Sieh dich um. Wir befinden uns hier in einer Nachbildung der Grabkammer. Vielleicht findest du irgendwo den entscheidenden Hinweis. Bringe ihn mir. Und vielleicht können wir das Rätsel ein für alle Mal lösen. Oha, das werden wir dann wohl aber im nächsten Part tun. Und ich dachte schon, wir sind jetzt hier total am totalen Ende. Aber nein, nein, es gibt immer noch wieder Dinge, die wir tun können. Dann werden wir das auch tun. Was ist eigentlich mit Nuri? Was auch immer geschieht, bleib bitte hier. Mach ich. Ich muss sowieso etwas ausruhen. Fliegen ist lustig, aber so anstrengend. Ja, Nuri, wie sie leibt und lebt. Alles klar. Okay, während die Welt untergeht, ruht sich Nuri aus. Alles klar. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Mal gucken, ob wir den Skarabäus finden und die Welt noch retten können. Und ob es überhaupt ein anderes Ende gegeben hätte, weiß ich gerade nicht. Aber wenn ja, dann werde ich das sowieso noch ausprobieren, glaube ich. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.